Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond. Wir haben die Pokémon-Liga hinter uns und ja, wir sind in unserem Zimmer und ich bin hier drin gefangen. Ich wollte nämlich eigentlich privat ein bisschen weiterspielen, mit dem Züchten vielleicht einfach mal anfangen. Ging nur nicht, denn unten wartet unsere Mutter auf uns, die mit uns reden möchte. Was sie mit uns zu besprechen hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es, wie gesagt, noch nicht das Ende mit der Story. Von daher schauen wir uns mal an, wie es hier im Pokémon Mond jetzt weitergeht. Ich mag die Musik übrigens sehr, sehr gerne. Das Tito-Kissen und der Pokewedel sind mit Mautzis Kratzsporen überzogen. Der gute alte Pokewedel. Hier war übrigens, glaube ich, noch ein Zigartkern, den ich mir dann schon mal geholt habe. Und ja, lass uns mal runtergehen. Na, mein Schatz? Du musst ja ganz schön geschafft gewesen sein, so tief und fest, wie du geschlafen hast. Oh! Alola! Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali! Bling, bling. Oh, das ist ja ein Mautzi aus Kanto! Hui, und wie die Mütze auf seinem Kopf glitzert. Wow! Ich habe Opi doch endlich mal sein ganzes Können im Kampf entlocken können. Und weil ich als Belohnung ein paar tolle Sachen bekommen habe, dachte ich mir, ich gebe dir auch was davon ab, Flo. So, hier, das ist einmal für dich. Fuegronium-Set. Okay, für Silvaro hatten wir es ja schon. Und Primarenium-Set. Oh, das ist ziemlich nice. Dankeschön, Tali. Damit wirst du unschlagbar sein, Flo. Das ist echt nett von dir, Tali. Was ich bei der Gelegenheit mal fragen wollte, ist Kanto eigentlich sehr weit weg? Ja, ist schon recht weit weg, glaube ich mal, ne? Hm, wie man es nimmt, würde ich sagen. Ein Mautzi-Sprung ist es natürlich nicht gerade. Aber wenn du da mal hin möchtest, kannst du das jederzeit tun. Ein Mautzi-Sprung? Erinnert ihr euch noch an den Anfang? Als Professor Kokui meiner Mutter sehr häufig Besuche abgestattet hat? Und plötzlich fängt sie an, in fast Attackennamen zu sprechen. Mom, hast du mir was zu beichten? Aber wenn du mal hin möchtest, kannst du das jederzeit tun. Ja, also gut, dann steht die Sache hiermit für mich fest. Ich trainiere fleißig weiter, und um noch viel, viel, viel stärker zu werden und gehe dann mit meinen Pokémon ganz groß auf Reisen. So kann ich dann auch Lilly und meinen Papa wiedersehen. Dein Papa? Hm. Ja, genau. Er war ein ziemlich starker Trainer, aber irgendwann hatte er wohl einfach genug davon, immer nur der Sohn des Inselkönigs zu sein. Daraufhin hat er eines Tages Alola verlassen, um woanders Arbeit zu finden. Ich werde mich jedenfalls so lange den Herausforderungen im Kampfbaum stellen, bis ich gegen Flo gewinne. Wenn ich dann meinen Papa wiedersehe, kann ich ihm zur Begrüßung gleich den Titel des Champs als Geschenk präsentieren. Hm? Toll, Tali. Aber sag, was genau ist denn dieser Kampfbaum, von dem du da sprichst? Der befindet sich im hintersten Winkel von Poni. Wer die Inselwanderschaft erfolgreich hinter sich gebracht hat, oder zumindest meint, ausreichend stark zu sein, kann sich dort mit gleichgesinnten Trainern messen. Ich freue mich schon drauf, Flo. Das werden die besten Kämpfe überhaupt. Hört sich toll an. Ich kann es noch immer nicht glauben. Du bist wirklich der Champ. Da werden dich jetzt viele herausfordern wollen. So, damit sind wir erlöst aus diesem Dialog. Also, ist jetzt nicht so, dass der Dialog sonderlich schlimm war. Aber wir können zumindest einigermaßen frei umherreisen. Psst, hey, du da! Ja? Du bist doch Flo, oder? Ja genau, der bin ich. Ja, gut, ich bin im Auftrag einer gewissen Person hier. Bevor du Fragen stellst, sieh dir das hier an, okay? Ich erhalte eine seltsame Karte. In Ordnung. Lies es dir in Ruhe durch, dann wirst du alles verstehen, okay? Du verstehst sicher, dass ich dich darum bitten muss, diese Sache hier geheim zu halten. Weg ist er. Okay, eine seltsame Karte? Was hat's denn damit jetzt auf sich? Gibt's die unter Basis-Items? Hört sich... Ja, da, seltsame Karte. Ich kann damit nichts machen, was? Eine rätselhafte Karte, auf der Folgendes steht. Ich warte im Motel am Rand von Route 8 auf Akala.
Okay. Das heißt, wir haben hier scheinbar ein Date vor uns mit irgendwem, mit einem Unbekannten. Ich kann mir ehrlich gesagt schon denken, um wen es sich handeln könnte, denn ich weiß zumindest eine Sache, die nach der Story passiert. Und der werden wir uns auf jeden Fall auch noch annehmen. Wir machen jetzt, glaube ich, aber zunächst erstmal etwas anderes. Und zwar wollte ich mal ganz gerne auf die Box gucken. Ich konnte mir ja jetzt noch nicht großartig überlegen, wie wir das weiterhin machen mit den Pokémon, ob die Nuzlocke-Regeln erhalten bleiben und so weiter und so fort. Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt auch immer noch nicht schlüssig. Ihr seht schon, ich habe jetzt übrigens einige Pokémon bekommen. Ditto zum Beispiel habe schon mal hier und da ein bisschen getauscht. Wie machen wir das jetzt am besten? Also ich finde halt die Nuzlocke-Regeln schon irgendwie ganz geil, dass Pokémon sterben können und so weiter. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee jetzt gerade spontan. Wir werden auf jeden Fall Lunala mitnehmen. Lunala ist jetzt ungefähr auf dem Level, auf dem wir auch so sind. Und ein bisschen Screentime würde ich dem guten Wölkchen schon gönnen wollen. Und ich glaube, ich habe echt nicht so viel Bock mehr auf Lusardin. Einfach weil wir es irgendwie dauerhaft dabei hatten und es einfach nicht tot zu kriegen ist, was sehr erfreulich ist. Ebenso wie Kasi, ne? Sind ja, glaube ich, beide noch gar nicht gestorben. Ansonsten Mimikma habe ich auch nicht so groß Lust mehr drauf, weil es eben, keine Ahnung, vielleicht einfach nicht perfekt trainiert ist. Auf jeden Fall haut es nicht so mega rein. Es hat viele taktische Möglichkeiten, aber Dann würde ich, glaube ich, auch Geowatz mit wieder rausnehmen. Einfach aus dem Grund, weil wir schon ein Elektro-Pokémon haben. Und ich glaube, mit dem Team bin ich dann erstmal soweit zufrieden. Ja, Silphium kannst du halt weiterhin tragen. Und dann würde ich das ganz gerne ergänzen durch einige weitere neue Kandidaten. Wer auch immer das so sein könnte. Irgendwer aus der Totenbox. Und dann werden wir das wie folgt machen. Wir werden uns auf dem Weg Richtung Kampfbaum machen. Und ich glaube, dass da viele starke Trainer auf uns warten. Und dann müssen wir eben versuchen, diese Route mit diesem Team irgendwie zu schaffen. Sag ich jetzt mal. Das ist so unsere kleine Mini-Quest. Die Nuzlocke ist ja so an sich vorbei. Stimmt, Kaitos könnten wir eigentlich mitnehmen. Entwickelt sich auch bald, soweit ich weiß. Und dann hätten wir da zumindest was. Und wen würde ich noch gerne mit dabei haben in unserem Team? Was haben wir denn jetzt hier so? Wir haben physischen Angreifer, speziellen Angreifer, eher physischen Angreifer wahrscheinlich. Ja, dann könnte man eigentlich... Ist eigentlich egal, was wir mitnehmen. Vielleicht irgendwas Defensives noch. Da wäre Sandama halt eine Option. Gegen Feuerattacken sind wir ganz gut geschützt. Gegen Kampfattacken glaube ich auch. Ja, nehmen wir einfach Sandama noch mit. Habe ich Bock drauf. Und dann beginnt unsere Reise jetzt mit diesem Team. Im Prinzip von Neuem. Und mal gucken, was uns so erwarten wird. Wir werden uns auf jeden Fall zuallererst Richtung Kampfbaum begeben. Denn das ist etwas, was ich auch sehr gerne offscreen dann machen würde mal. Also den Kampfbaum. Wir werden uns den auch im Let's Play, denke ich, angucken. Vielleicht gibt es dazu auch ein eigenes kleines Projekt. Vielleicht auch viele Streams. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das mit dem Kampfbaum handhaben werden. Aber we will see. Von daher, auf geht's. Ich glaube, hier ging es irgendwo weiter, wo wir nicht lang konnten. Und dann bin ich mal gespannt, was uns auf der Route erwarten wird. Und vor allem, wie der Kampfbau dann im Detail aufgebaut ist. Einiges hat man gesehen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, alter Pfad von Pony. Hier müssen wir, glaube ich, nicht lang, sondern hier rechts, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Und da stand dann irgendwo so ein alter Dude, der uns nicht durchlassen wollte. Ging das hier lang? Oh. Hallo, Flo. Alles klar bei dir. Bist du beim Sammeln der Kerne und Zellen von Zygarde vorangekommen? Ein Zygarde in Optimumform. Ich bin mir sicher, du weißt es gut einzusetzen. Während du mit Zygarde beschäftigt warst, haben wir uns über den Setring schlau gemacht. Ist schon irgendwie seltsam, dass wir uns hier in einer Region so weit entfernt von Kalos über die Mega-Entwicklung unterhalten. Okay. Aber wir sind Trainer. Anstatt hier langweilige Reden zu halten, zeigen wir dir am besten einfach, was es damit auf sich hat. Oh oh. Mega-Entwicklung jetzt einfach mal gegen uns. Boah, 5 Pokémon, really? Psyana kann keine Mega-Entwicklung. Also, alles gut. Ich weiß gar nicht, wen wir vorne haben. Kasi. Ist vielleicht nicht optimal. Psyana kann potenziell Strauchler. Und kann uns halt auch so sehr gefährlich werden. Und vom Level her ist das auch... Okay, Psyana. Wie kriegen wir Psyana am besten jetzt irgendwie ausgehalten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit Wölkchen? Wölkchen war Geist-Psycho? Ja.
Wenn wir zumindest die Psycho-Attacken abwehren können, ne? Fände ich, glaube ich, ganz gut. Wir gehen mal auf Wölkchen und haben damit ein Debüt. Debüt? Debüt ist richtig, ne? Genau. Alles klar. Psychokinese, ja, sollten wir ja dann gut aushalten. Problem bei Wölkchen ist, wir sehen einfach nichts vom Kampffeld. Es verdeckt mit seinen großen Schwingen einfach alles. Ja, gehen wir auf Schattenstrahl. Sollte ja gegen Psyana reichen. Jetzt kommt ein Spukball, ist doppelt sehr effektiv, ne? Das war's mit Wölkchen einfach schon, ne? Ja, alles klar. Geht gut los hier. Ja. Eventuell war ich ein bisschen unaufmerksam. Wölkchen hat auf jeden Fall überzeugt. Wisst ihr, wir hatten so mega Probleme und jetzt kommt Psyana und one-hitted uns fast. Alter, das ist nicht nett von dir, Psyana. Überhaupt nicht. Jetzt hör mal bitte auf. Wenn Frigo jetzt auch down geht, dann weiß ich nicht mehr weiter. Hör auf, Alter! Boah. Meine Güte. Okay. Psyana ist damit down. Das ist auch sehr gut so. Es war aber erst ein Pokémon und wir haben halt Lunala einfach mal instant verloren. Lashoking. Lashoking wäre eigentlich eine gute Wahl, jetzt weiterzumachen. Lashoking kann Feuerattacken. Finde ich daher etwas risky, Lucy da einzusetzen. Wir bleiben mal einfach drin. Lashokings Spezialangriff kann auf jeden Fall grundsätzlich nicht mit dem von Psyana konkurrieren. Aber vorsichtig sollten wir halt dennoch sein. Reicht ein Hypertrank aus? Nicht ganz, aber ich glaube, es reicht zumindest aus, um die nächste Attacke zu überleben und mal zu gucken, was da kommt. Eventuell kann es aber Feuerattacken. Wie ich gesagt habe, weshalb es dann da mal nicht klug wäre. Gut, dass ich dann Frigo einfach drinne lasse. Eieieiei. Okay, Feuerattacken. Feuerattacken kriegen wir halt mit Cedar ausgehalten. Ey, wir haben ein fettes Problem, ne? Also, ich glaube, wir könnten schneller sein als Lashoking, aber ob wir Lashoking ge-one-hitted kriegen, das ist eine ganz andere Sache. Cedar packt jetzt den Flammenwurf ganz gut, aber wie sieht's dann mit einer Psychokinese aus? Aber warte mal, wenn Frigo einen Flammenwurf packt mit einer Spezialverteidigung von 108. Und hier haben wir ja ungefähr das 1,5-fache. Ich glaube, eine Psychoattacke würde reichen gegen uns. Selbst wenn wir die Überreste tragen. Ja, und Kasi ist halt anfällig gegen Wasser. Und du hast überhaupt keine Spezialverteidigung, ne? Du hast überhaupt gar keine Werte. Hätten wir dir wenigstens Evolit geben müssen. Ja. Ja. Wobei ich eventuell eine Idee habe. Ich glaube, eine Idee habe ich, wie wir hier lebend rauskommen können. Aber gut, dass es direkt losgeht mit Sonnenkampf, ne? Der uns alles abverlangt. Okay, wir haben X-Spezialverteidigung noch. Dann werden wir jetzt erstmal auf Cedar wechseln. Hoffentlich kommt da jetzt nicht eine Psychoattacke. Was natürlich auch passieren könnte, weil wir ziemlich low sind. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Es kommt nur der Flammenwurf. Okay. Den sollten wir ja ohne Probleme packen. Ja, ohne Probleme ist halt relativ, aber zumindest ganz gut. Das hat jetzt 23 KP abgezogen. Psychokinese ist halt erstmal vierfach so stark, weil es sehr effektiv ist. Heißt, wir sind schon bei über 100 KP. Und dann kommt da noch Stab drauf. Also nochmal 50 KP mehr. Heißt, würde reichen, uns zu besiegen. Jetzt mal ganz grob überschlagen. Das heißt, wir müssen erstmal X-Spezialverteidigung einsetzen, um uns gegen die Psycho-Attacken zu widmen. Ich hoffe, da kommt jetzt auch nicht. Okay. Das ist gut. Weil wäre da jetzt plötzlich ein Psychoschock gekommen, wäre das ein Problem geworden, glaube ich mal. Höchst eventuell. So, ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viel KP das abgezogen hat. Habe ich nicht drauf geachtet. Von daher müssen wir hier nochmal einen Hypertrank einsetzen. Oh Mann, Alter. Das ist ja jetzt schon direkt mega scheiße für uns. Aber okay. KP wurden aufgefüllt. Die nächste Psychokinese kommt. Und die zieht 78 KP ab. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt schon überleben. Die Frage ist halt,
großartig was machen können wir gegen Lasho King auch nicht, ne? Wir gehen jetzt erstmal auf Bunker eine Runde, um uns zu schützen. Und danach versuchen wir dann wahrscheinlich mit Toxin erstmal eine Vergiftung herbeizurufen. Ja, und dann müssen wir im Prinzip heile heile machen, bis Lasho King dann irgendwo mal down ist. Und dann haben wir gerade mal das zweite Pokémon besiegt. Aber wir müssen vorsichtig machen und das tun wir jetzt hier. Wir sind auf jeden Fall schneller, das ist schon mal gut zu wissen. Nur wissen wir halt nicht, wie viel Schaden wir so maximal austeilen können. So, eine weitere Psychokinese, die wir hoffentlich packen werden. Yep. Knapp, aber wir packen sie. Okay. In Ordnung. Dann kommt jetzt Vergiftung Nummer 1. Jetzt kommt eine Psychokinese. Wir könnten jetzt theoretisch auch auf irgendwas switchen, auf Kasi oder so, aber es macht halt eigentlich keinen Sinn, weil dann danach wahrscheinlich eine Wasserattacke kommen würde und da hätten wir dann schon wieder ein paar Problemchen. Deswegen müssen wir da jetzt wieder einen Hypertrank draufgeben und dann hoffen, dass Lasho King irgendwann durch Toxine einfach verrecken wird. Und wir müssen immer noch dran denken, dass da wahrscheinlich eine Mega-Entwicklung noch auf uns wartet. Lasho King kann sie jedenfalls nicht. Aua. Oh, Spezialverteidigung sinkt. Das ist überhaupt nicht gut. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ja. Kasi überlebt auf jeden Fall eine Attacke. Eine Psycho-Attacke. Aber mehr auch nicht, ne? Von daher, I don't know. Also Bunker müssten wir jetzt einsetzen können, oder? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn Trank eingesetzt haben, kann man dann Bunker einsetzen? Ich denke schon. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt einen Trank einsetzen und danach wieder Bunker, dann geht's nicht, weil wir zwischendurch nicht einmal angegriffen haben, beziehungsweise nichts anderes als Heilen-Moves probiert haben. Glaube ich jedenfalls, dass es so funktioniert. Sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, aber Lasho King bekommt zumindest gut Schaden. Das ist schon mal sehr wertvoll. Eine weitere Spezialverteidigung haben wir nicht, ne? Nope. Ja, dann bringt es halt alles momentan nichts, weil jetzt überleben wir, glaube ich, mit 88 KP nicht mal. So traurig das auch ist. Aber da unsere Spezialverteidigung wieder gesenkt wurde um eine Stufe, müssen wir heilen. Und das durchgehend eigentlich. Was ziemlich ungeil ist. Finde ich jetzt auch nicht so geil, so einen Kampf zu gewinnen, aber wir haben keine andere Wahl. Wir halten halt viel zu wenig aus mit allen Pokémon. Lasho King ist so ziemlich das Übelste, was hätte passieren können. Weil es Feuerattacken kann, Wasserattacken kann und Psychoattacken kann. Und dann auch nicht gerade schwach ist. Mann, ey. Stirb doch einfach, Lasho King. Bitte stirb. So, in der nächsten Runde können wir dann aber wahrscheinlich einfach angreifen, weil schneller sind wir ja. Da kommt die nächste Psychokinese. Autsch. Es muss nur mal ein Volltreffer dabei sein und das wäre es gewesen. So, wie sieht's jetzt aus? Wie viel Schaden bekommst du, Lasho King? Ordentlich, oder? Yep. Gut, dann denke ich, können wir da mit einem Giftschock eigentlich nichts mehr falsch machen. So viel Schaden sollten wir dann doch drücken. Okay, go. Giftschock kommt. Lasho King hat zwar eine gute Spezialverteidigung, aber das hält es nicht aus. Puh, Glück gehabt. Das ist tatsächlich super. In Ordnung. Einige Erfahrungspunkte, die wir unbedingt brauchen. Definitiv. So. Dankeschön. Gib mir KP zurück. Finde ich ganz super. Okay, aber er hat weitere Psycho-Pokémon, ne? Raichu. Ich gehe auf Kasi. Ich weiß nicht, ob es Alola oder Kanto Raichu ist. Da sie aus, Dings kommen. Aus, wie heißt denn die Region? Ich glaube jedenfalls, dass es das Kanto Raichu sein wird. Nein, es ist das andere. Das hatte keinen Schwebe, ne? Sondern irgendwie Surfschweif oder sowas. Und Elektroball bringt nichts. Von daher können wir hier, glaube ich, mit Erdbeben gut rangehen. Reflektor kommt erstmal. Okay, eventuell überlebt es dann. Bin ich mir nicht sicher. Mal schauen, wie stark Raichus Verteidigung ist. Es überlebt nicht. Gut. Reflektor ist trotzdem scheiße, dass der draußen ist. Aber zumindest können wir jetzt Pokémon Nummer 3 schon mal besiegen. Und Kasi erreicht damit Level 60. Und versucht Kraftkoloss zu erlernen. Ja, das ist definitiv eine Attacke, die ich gerne dabei hätte. Senkt Angriff und Verteidigung dann, ne? Das geht aber, weil unsere Verteidigung sowieso häufig erhöht wird.
ist Kraftkoloss eigentlich eine ziemlich coole Attacke. Und ich glaube, ich verlerne Dampfwalze. Weil Konter kann uns tatsächlich noch was bringen. Und Dampfwalze setze ich irgendwie so gut wie nie ein. Deswegen behalten wir das mal so. Und als nächstes kommt Metagross. Metagross. Ja, ist quasi auch die beste Alternative mal wieder, ne? Aber Metagross wird sich mega an. Und Holy Macaroni. Das wird wehtun. Selbst für Kasi. Mega Metagross ist physisch, ne? Wahrscheinlich wie das normale. Gehen wir auf X-Verteidigung? Haben wir nicht mal. Okay, das heißt, wir müssen irgendwas tun. Dann werden wir auf Erdbeben gehen. Das wird wahrscheinlich... Oder Konter wäre eine Möglichkeit gewesen, ne? Es megert nicht. Okay. Damit hätte ich jetzt gerechnet. Angriff steigt. Gleichermaßen steigt aber auch unsere Verteidigung. Jetzt ist nur die Frage, ist der Angriff von Metagross höher oder die Verteidigung? Weil, angenommen, Metagross Angriff ist höher als unsere Verteidigung, dann hat der Push ihm mehr gebracht als uns. Wenn es andersrum ist, dann andersrum. Weil sich das ja um 50% erhöht und wenn der Wert vorher schon größer war, dann wird er auch um mehr noch erhöht. Dennoch glaube ich nicht, dass es uns jetzt besiegen kann. Mit einem weiteren Sternhieb. Aber ich gehe einfach mal auf Konter. Da kommt der nächste Sternhieb. Den sollten wir überleben. Yep. Wunderbar. Zähigkeit wirkt. Und dann kontern wir Metagross in Grund und Boden. Da bringt der Reflektor auch nichts mehr. Dann ist es schon mal down. Okay. Und wer kommt jetzt? Das muss dann ja das Mega sein, oder? Sonst macht dieser Kampf irgendwie gerade nicht allzu viel Sinn. Hat mich eh gewundert, dass Metagross gerade nicht gemegert hat. Simsala. Nicht dein Ernst. Simsala. Oh no, please not. Please not. Simsala. Ja, und wir mit unseren kacken langsamen Pokémon. Jetzt wäre Mimik mal gut gewesen. Oh, holy. Das wird uns zerfetzen. Das wird uns einfach alle zerfetzen. Wir haben halt allesamt keine Spezialverteidigung. Frigo noch halbwegs. Sila auch, aber kann natürlich gegen Psychoattacken nichts machen. Kasi könnte es vielleicht insgesamt packen. Ja. Puh. Eventuell müssen wir hier schon Opfer gehen, oder? Opfer eingehen. Weil ich glaube, Frigo hat da echt die besten Chancen. Wobei, Kasi hat halt die besten Chancen zu überleben, weil die Spezialverteidigung ist ungefähr gleich. Aber es hat deutlich mehr KP nochmal. Aber es wird, glaube ich, nicht one-hitten können. Okay, wir bleiben einfach mit Kasi drin. Was soll's. Und jetzt kommt Simsala. Und das wird sich höchstwahrscheinlich megern. Und da es vom Level her sogar noch eins drüber ist, wird das nicht nur ein bisschen wehtun, vermute ich. Wir gehen... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es klug war, drin zu bleiben. Vielleicht hätten wir dennoch ein Opfer machen sollen. Weil Kasi wird sich jetzt heilen. Simsala kommt dann wahrscheinlich einfach mit einem brachialen Angriff, der uns wieder in den roten Bereich schleudern wird. Und dann, müssen wir uns wieder heilen. Die Mega-Entwicklung. Mega-Simsala. Und es hat jetzt auch noch Zähigkeit. Das ist krass. Es kann Energieball. Okay, ja. Gut, dann, dann endet das hier mal wieder. Och, nö, ey. Och, nö. Ja, wir gehen auf Kaitos. Tja, was soll ich machen? Entweder sind wir einfach hemmungslos unterlevelt. Oder... Ich habe keine Ahnung, wir haben einfach keine Chance. Ich kann ja noch so gut spielen, wenn die Pokémon mich einfach auseinandernehmen, oder? Wenn unsere Pokémon einfach... Also, es liegt ja jetzt, glaube ich, nicht wirklich an mir. Also, das Wölkchen gestorben ist, ja, das war eventuell ein Fehler und dadurch war vielleicht auch der ganze Kampf hier irgendwie meine Schuld, aber trotzdem sind die Pokémon einfach viel zu krank, gegen die wir hier antreten müssen. Ja, Kreuzschere... Psychokinese, Stab von Mega Simsala. Viel Erfolg, Frigo. Oi.
Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Okay, drei Pokémon sind einfach im allerersten Kampf schon down gegangen. Ja, gut. Meine Pokémon haben ihr Bestes gegeben. Ja, das habe ich gemerkt, durchaus. Dexio, durchaus. Ich dachte, du warst tot, Kaitos. Na gut, dann entwickeln wir dich halt noch. Ah, bedeutet wahrscheinlich, dass unsere Pokémon wieder geheilt wurden. Oder entwickeln die sich auch, wenn sie besiegt wurden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Grandiras, das wir aber nicht mehr einsetzen dürfen. Coole Sache. Dann schauen wir uns doch mal an, was es zu Grandiras so zu erfahren gibt. Ist ja doch ein ganz interessantes Pokémon, wie ich finde. Und Kampfdrache, auch eine sehr interessante Kombination. Auch wenn ich glaube, dass die Kombination nicht allzu gut ist. Gerade was die Resistenzen angeht, habe ich nicht das Gefühl. Weil Flug, Psycho, das kommt halt dazu so als Schwächen. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, was noch so auf Kampf sehr effektiv ist. Fee ist halt doppelt sehr effektiv, ne? Doppelschwäche, wieder mal ein Drache mit Doppelschwäche. Also Kampf und Drache funktioniert, glaube ich, nicht so gut zusammen. Seine harten Schuppen dienen sowohl Angriff als auch Verteidigung. Früher wurden aus ihnen Waffen und Gebrauchsgüter hergestellt. Okay. Interessant. Und es versucht eine Attacke zu erlernen. Schuppenrasseln dann wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist eine spezielle Drachenattacke, soweit ich weiß. Oder normal. Ne, Drachen, das ist okay. 110. Greift an, anschließend sinkt seine Verteidigung. Ach ja, die Verteidigung von uns, ne? Könnte man schon durchaus beibringen. Unser Spezialangriff ist jetzt nicht übermächtig gut. Beziehungsweise sind generell unsere Werte einfach abgrundtief schlecht. Also die Verteidigungswerte gehen, aber die Offensivwerte sind eher so meh. Ich denke mal, ich werde dann einfach Kreideschrei verlieren. Glaube ich nicht, dass ich das irgendwann eingesetzt hätte. Zumal Grandiras ja eh aus dem Team raus ist. Sofern wir es gerade geopfert haben. Vielleicht lässt mich mein Gedächtnis auch schon wieder im Stich. Wer weiß? Der Trainer hält den Schlüsselstein. Und dem Pokémon gibt man den Megastein zum Tragen. So kann man sein Pokémon während eines Kampfes eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Da du dich mit dem Z-Ring auskennst, bin ich mir sicher, dass du auch einen Schlüsselstein einsetzen und damit dem Megastein die entsprechende Reaktion entlocken kannst. Wenn du also einen Schlüsselstein hast, kannst du ein Pokémon mit Megastein eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Als kleines Geschenk bekommst du von mir den Megastein Simsalanit, mit dem du bei Simsala die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Okay, das ist ganz nice. Vielen Dank schon mal. Schlüsselstein erhalten wir. Und gleichzeitig auch noch den Simsalanit. Wunderbar. Gibt sogar ein eigenes Team zu. Wenn man mal so drüber nachdenkt, mit Hilfe des Z-Rings kann ein Trainer den Pokémon seine Gefühle vermitteln und ermöglicht es ihnen, ihre Z-Kraft einzusetzen. Man sollte meinen, dass man damit also auch eine Mega-Entwicklung in Gang setzen könnte. Naja, also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon Voyage. Ja, dann ciao ihr beiden. Und vielen Dank für die Zerstörung abermals. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann noch ein Abenteuer werden, Leute. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das uns noch viel Kopfzerbrechen bereiten wird. Wir werden dann jetzt einfach mal die zwei besiegten Pokémon, abermals besiegten Pokémon, ablegen. Und dann geht es in der nächsten Folge Richtung Kampfbaum. Ich werde wahrscheinlich zwischen dieser und der nächsten schon ein bisschen züchten, aber wie gesagt, wird das in der Regel unseren Spielfortschritt oder sowas nicht beeinflussen. Von daher, macht euch da kein Köpfchen. Höchstens, ich habe halt mehr Pokédex-Einträge oder sowas. Das kann halt schon mal sein. Genau, zwei Sachen würde ich jetzt ganz gerne noch machen. Zum einen möchte ich hier unser Team gerne... Also, wir könnten natürlich jetzt auch mit den dreien weitermachen und versuchen, das zu reißen. Also mit Sida, Donarion und Sandama, aber ich glaube, ihr wisst genauso gut wie ich, dass das nichts werden wird. Deswegen würde ich einfach sagen, sind die jetzt besiegt, die Pokémon, die besiegt wurden? Die dürfen wir jetzt auf der Reise nicht mehr verwenden. Und ja, dafür können wir uns halt Ersatz reinholen. Bedeutet, wir sollten die Challenge... Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Challenge tatsächlich schaffen, weil ich weiß nicht, was da so auf uns zukommt. Und vor allem weiß ich halt nicht, ne? Unsere Pokémon sind vom Level her ja immer niedriger. Also je häufiger Pokémon sterben, desto niedriger sind die Nachfolge-Pokémon in der Regel. Von daher, ne? Ich würde auf jeden Fall, hätte glaube ich Bock auf Senlong ganz gerne.
würde ich ganz gut finden, so als Drachenersatz. Käferwasser, ja gut, wir haben sowohl Wasser als auch Käfer mit dabei, aber hätte ich trotzdem Bock drauf. Und dann, wen würde ich noch gerne mit dabei haben? Methindo zum Beispiel hätte ich gerne mit dabei, ist auf 43. Ja, nee, das ist ein bisschen sehr weit ab. Macht daher, denke ich, nicht so viel Sinn. Die sind ja auch alle viel zu schwach. Wir haben gar nicht so viel Auswahl, ne? Zwischen den beiden hier noch. Ich glaube, Pable könnten wir noch nehmen. Amphira ist auch zu schwach, ne? Pable. Wäre Pflanze. Pflanze Geist. Ja, Geist haben wir noch nicht. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Nehmen wir es doch einfach mal mit. Verteidigungswert hat es ja auch ganz gut. Zumindest passable halt, ne? Und dann sind wir zumindest, was die Defensive angeht, vielleicht sogar ein bisschen besser aufgestellt als vorher. Wir werden es sehen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einer bestimmten Person einen Besuch abstatten. Denn da waren wir ja vor einiger Zeit schon mal, glaube ich. Also vor ewig, ewig langer Zeit. Und da möchte ich jetzt auch ganz gerne nochmal hin. Und zwar geht es wieder zurück nach Mele Mele. Und zwar hierhin auf Route Nummer 1. Zum Hauholi Strand. Denn dort wohnt ja eine ganz besondere Person. Nämlich der gute alte Professor Kuguin. Und dem würde ich ganz gerne nochmal einen Besuch abstatten. Habe jetzt ziemlich oft ganz gerne gesagt, glaube ich, ne? I think so. So. Nee, nicht fliegen. Stop, 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 stop it. Stop it, Rotom. Stop it. Ich möchte gerne Tauros einsetzen. Ja, noch längerer Blackscreen vielleicht. So, und dann einfach hier durch. Natürlich kommt im letzten Grasbüschelchen noch ein Pokémon. Wäre ja auch zu einfach gewesen, Mann. Ein Wingull. Ich bin impressed. Hätte wenigstens jetzt shiny sein können oder so, oder? Hätte ich schon ganz nett gefunden. Meint ihr, wir können von einem Level 6 Wingull fliehen? Schon gerade so, oder? Gerade so, denke ich mal. Dann steigen wir mal von Tauros ab. Komm. Waren die Blackscreens schon immer so lang, Alter? Und dann gucken wir mal, ob Professor Kukui jetzt zu Hause ist. Eigentlich sollte er. Da hinten steht er doch. Glitzert hier eigentlich irgendwo was? Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass hier noch einige Zellen irgendwo rumliegen. Gerade hier hinten oder so. Ne. Sieht nicht so aus. Oh, Flo. Du scheinst dich ja voll reinzuhängen. Auch dein Pokédex weist inzwischen jede Menge Einträge auf. Flo, es ist äußerst fähig. Flo ist äußerst fähig. Meine ich. Ich bin sehr stolz darauf, wie fleißig er seinen Pokédex füllt. Haha, das freut dich natürlich, was, Rotom? Na klar, mich doch auch. Hier, ein kleines Geschenk für dich. Ein Glücksei. Genau das wollte ich haben. Dankeschön, Professor. Pokémon mit einem Glücksei entwickeln sich schneller. Es gibt auch Pokémon, die nicht in der Wildnis anzutreffen sind, sondern auf die man erst nach der Entwicklung stößt. Viel Erfolg also mit dem Item. Dankeschön. Damit können wir jetzt ein bisschen schneller leveln. Ist hier oben eigentlich jetzt seine Frau? Nee. Hier wohnte einst Lily. Und jetzt ist sie weg. Ob man sie noch jemals im Pokémon-Mond wiedersehen wird? Also aktuell glaube ich nicht daran. Höchstens, es wird später noch was reingepatcht. Wie kommen sie hierher? Reingepatcht. Glaube ich aber auch nicht. Und das ist schon ein bisschen traurig. Na gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und mal gucken, was dann auf uns warten wird auf der Route von Pony. Und ja, mal gucken, ob wir das mit unseren Pokémon irgendwie hinbekommen können, ohne dass die jetzt noch extra Training bekommen oder so. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.